Entschuldigung. Hier sind nochmal Sandra und Stefan. Wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht. Juhu, frohes Neues! Frohes Neues auch von mir. Willkommen bei Antenne Höllenschlund. Mit Sandra und Stefan. Wer nicht vernetzt ist, ist tot! Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Antenne Höllenschlund. Hallo Sandra. Hi, na, alle wach? Ich hoffe doch, denn es geht heute um iRobot, You Jane, die 8. Folge der ersten Staffel von Buffy the Vampire Slayer, die am 28.04.1997 ausgestrahlt wurde. In Deutschland kam sie am 21.11.1998 und hieß Computer Damon. Computer Damon? Computer Damon. Es ging eigentlich um Damon, den Höllenjung. Ja, natürlich. Regie führte Stephen Posey und die Autoren nennen sich Ashley Gabe und Thomas A. Swiden. Wie? Swiden. Oder ich habe mich verschrieben. Ich werde jetzt nicht nochmal nachgucken. Buchstabieren Sie. S-W-Y-D-E-N. Das geht. Swiden. Swiden. Oder Süden. Und vielleicht habe ich verschrieben Schwede oder so. er hieß Thomas A. Swipen. Okay. Ja. Ich hab schönen guten Tag, ich bin Thomas A. Swipen, ich habe das Swipen erfunden. Weil Swipen auch mit Y geschrieben wird. Und weiter geht's. Im Kanadischen. ich würde sofort in die Story rein. Wir sind heute lustig, ne? Nee. Gut. Ich bin nie lustig. Die Folge beginnt, und das ist ein relatives Novum, in einem Rückblick. Mhm. Ich war voll verwirrt. Sogar sehr weit zurück. Die Folge beginnt im Italien, 1418. Ein Dämon hat einen Haufen Jungs um sich geschart. Dazu möchte ich nichts sagen. Alle beten ihn an. Sie lieben ihn sogar. Hier möchte ich das geile Design mit den grünen, schuppigen, mit der grünen, schuppigen Haut und den fetten, gewundenen Hörnern hervorheben. Ich schrieb auf, wieder so eine Rasse, die aussieht wie so ein Klingone. Achso, für dich sind es am Ende der Serie dann alles Klingonen unter Arten. Also jetzt mal ernsthaft, die haben doch alle diese wie nennt man es denn, diese aufgeklebte Maske, dass die so dicke Falten, ich zeige hier gerade parallel was über meine Augenbraue, und dann diese spitze Nase und so diese Hörner halt, das ist doch immer dasselbe Prinzip, nur ein bisschen... Ein bisschen abgewandelt. Also mich hat es an Klingonen erinnert. Okay, wir freuen uns darauf. Wie ist oft wahrscheinlich wir das noch von keiner, Sandra aber hören. Gut. Ich, das sieht aus wie ein Klingone. Nächster Counter. Alle gleich für ich mich. Ich bin ein bisschen rassistisch, ne? Ja, die ganzen Klingonen, alle gleich. Entschuldigung. Und abgesehen von der riesigen Gottesanbeterin, ja, ist das unser erster richtiger Dämon. Oh Gott. Oder? Und dann fand ich, sieht er richtig cool aus, ja, erstmal. Jedenfalls wird er von einem Mönchsorden in ein Buch gebannt und das Buch wird in einer Kiste verschlossen und fast 580 Jahre später von Buffy aus der Kiste geholt. Mensch, dieser Zufall. Denn zufälligerweise genau wird in der Bibo gerade eine große Digitalisierungsaktion durchgeführt. Ich freue mich auf die Szene, die gleich kommt und wie wir drüber reden werden. Technik am Ende der 90er, genau. Die Informatiklehrerin Miss Jenny Callender will nämlich mit ihrer Klasse die alten Bücher einscannen und digital verewigen. Miss Jenny Callender. Also wirklich. Callender. Da heißt sie halt Kalender. Das ist so schön. Das ist irgendwie, die hätte sonst wie heißen können. Die hätte Smith heißen können oder ja, Miller. Das oder ist mir zu keiner. Generisch. Aber sie heißt Callender. Ja. Und wir haben ein Aufeinandertreffen der Welten. Absolut. Callender versus Giles. Absolut. Eine, die für die Digitalisierung, für den digitalen Fortschritt steht und der andere. In den 90ern. Also, wow. Das ist schon super modern gewesen damals, ja. Und Giles, der seine Bücher liebt.
Und ich muss zugeben, für die ganze Folge ist es eine Freude, den beiden beim Zanken / Flirten zuzusehen. Aha. Da sagt Giles ja auch, ich weiß nicht, ob ich sie jetzt vorwegnehme, sie diskutieren darüber und er benutzt den Begriff Idiot Box. Ja, genau. Und das finde ich herrlich. Das ist so, er hätte nichts anderes sagen können. Giles hätte nichts anderes zu einem Computer sagen können. Egal, was er sagt über Computer und über die Technik. Damals das schon so auszudrücken, er hat ja recht. Ja. Es wird ja immer schlimmer im Grunde, was er argumentiert. Ja. Und die Technik macht uns immer dümmer anscheinend. Freunde, wir winken hier gerade durch den Raum, weil wir sind dieses Mal bei Stefan in der Wohnung. Und der Bewegungsmelder funktioniert nicht mehr und wir sitzen jetzt fast im Dunkeln. Naja. Wir wackeln ein bisschen. Es macht Lass aber das. Egal. Lass mal das. Sitzen wir halt im Dunkeln. Die Bildschirme sind beleuchtet. Richtig, unsere Idiot-Boxes leuchten ja. Ja. So. Es sind noch andere Schüler da und ich würde sagen, jetzt aufzuwedeln, es bleibt aus, fertig. Wir haben keine Vorzeige-ITler. Denn ein Schüler bricht mitten in die Unterhaltung und predigt Giles direkt mal was vor, dass nur die virtuelle Welt zählt. Starke Worte für die 90er, würde ich behaupten. Und wer nicht vernetzt ist, ist tot. So. Das Zitat von Beginn. Und das fand ich so geil und so stark. Also ich muss ja sagen, für die Zeit damals schon schön vorgegriffen in die Zukunft, wenn man es sich heute anguckt. Was du eben schon gesagt hast. Ja, was die mit virtueller Welt meinten, haben sich bestimmt noch nicht vorgestellt, was heute mit virtueller Welt gemeint ist. Aber schön, wie es zutrifft, wie es schön aktuell geblieben ist. Unsere Charaktere sind natürlich auch dabei, Willow Xander und das Licht ist angegangen. Das darfst du jetzt nicht jedes Mal kommentieren. Entschuldigung. Und auch Willow ist dabei und Willow scannt ein Buch ab. mit diesen... Was ist, gäb's das? Also ich habe das noch nie vorher gesehen und nie nachher auch, was sie also, da in der Hand hat. Wir müssen es ja erstmal beschreiben. Es ist so ein, in der Form eines, oh Gott, was nehme ich denn zum Vergleich? Wie so eine Soundbox. Ich gucke gerade hier nach drüben zur Soundbox. Und das so einfach in die Hand genommen, quer und dann von oben nach unten abgezogen, die Seite. Oder und das leuchtet. Wie ein digitales Nudelholz, was du über die Fläche führst. Ja, so ähnlich. Und es leuchtet grün, glaube ich. Und du führst ganz langsam drüber und dann scannt das ein. Ja, aber Willow macht es nicht langsam. Die macht einfach zack, zack in der Szene. Hochmodern, hochmodern. Und ich habe halt einfach fünf Lachsmilies in meine Notizen gemacht, weil ich das so witzig fand. Wie fortgeschritten diese Technik schon war damals, ne? Also wir digitalisieren jetzt das erste Mal, weil Bücher sind ja out und dann hast du so eine krasse Technik. Also ich an der Uni-Bib damals, vor ein paar Jahren, wenn ich was einscannen musste, dann musste ich das mit so einem verhältnismäßig schlechten Scanner machen, der von oben so das so... Also du musstest das Buch links und rechts festhalten und dann kam von oben so ein Licht, was so gemacht hat. Also wirklich. Weil jedes Mal, wenn du gescannt hast, dieses und das hat mit so einem Spiegel gearbeitet, dass das das abgescannt hat. Das war jetzt nicht so krass Hightech wie das, was Willow hatte. Bitte schlagen Sie nicht so auf den Tisch. Entschuldigen Sie. Nee, ich habe auch vor kurzem spontan einer Freundin geholfen beim Einscannen. Sie wollte nochmal an die Bibo. Auch an der Uni. An unserer Uni hier in Erfurt, genau. Jetzt verrat doch nicht, wo. Und sie wollte was für ihre Schüler, sie ist Grundschullehrerin, sie wollte da ein bisschen was abscannen, um Unterrichtsmaterial zu haben. Und sie hat auch gesagt, ja, da ist dieser eine Scanner oder dieser eine Kopierer und dann muss sie das immer so reinlegen und die Qualität ist scheiße. Und da habe ich gesagt, warum scannen wir es nicht mit unseren Handys ab? Ja. Wir waren zu dritt. Ja. Und wir haben das viel schneller und viel mehr einscannen können, einfach als PDF-Datei rübergehalten, abgescannt, rübergehalten, abgescannt. Der Fortschritt, Keine Ahnung. Leute. Also, die Idiot-Boxes sind schon man gut muss entwickelt auch, man manchmal. Man muss auch zu wissen nutzen. Und das Buch, was Willow dann abscannt, ist zufälligerweise natürlich das Buch, was wir am Anfang gesehen haben, was Buffy aus der Box geholt hat. Und damit befreit sie eben diesen Dämon. Setzt ihn nicht frei aus dem Buch und in unserer Welt, sondern ins Internet. Yay! Umso besser. Denn er landet im Computer. Und das Bild, bevor der Vorspann kommt, der Bildschirm wird schwarz und es steht dann da,
wo bin ich? Gruselig. Und dann ist Schnitt zum Vorspann, zu unserem alles geliebten Intro. Und ich möchte hier schon mal sagen, Willow hinterfragt das gar nicht. Nö. Und im Nachhinein erfahren wir, die hat dann einfach wild drauf losgechattet. Na klar, erscheint dann einfach aus nichts ein Chatprogramm, wo dann irgendjemand auf so creepy auch einfach redet. So, wenn man es jetzt genauso nimmt, wie man es sieht, ist halt quer über den Bildschirm einfach nur riesengroß, where am I? Oder ja. Was da stand. Ist gar nicht gruselig. Da ist jemand. Ein richtiger Mensch. Du bist ein richtiger Mensch. Nach dem Intro ist es eine Woche später und Willow und Buffy unterhalten sich und Willow erzählt, dass sie jemanden kennengelernt hat und das kommen diese typischen Chat-Klischees. Mm. Ne? Was, du hast ihn noch nie gesehen? Was, wenn er Triebtäter ist oder keine Ahnung wer? Auf die Äußerlichkeiten kommst du gar nicht an, antwortet da Willow nur. Willow haut echt viele Standard- und Klischeesätze raus. Naja, so allgemein diese. Es kommt nicht nur auf die Äußerlichkeiten an, die inneren Werte zählen. Vielleicht bin ich auch nicht sein Typ. Mhm. Was ich hier nochmal hervor, und das habe ich dir ja auch schon ein Bild geschickt während der Vorbereitungen. Sandra feiert schon wieder, weil ich das Licht schon wieder anschalten musste. Ich gebe mir solche Mühe nicht. Ja, warte, ich zieh den Stecker, dann bleibt es einfach an. Nein, lass es doch, das macht doch Spaß. Schade. So, okay. Stecker ist gezogen, weiter geht's. Ich möchte auf Willows Spind eingehen. Ich hatte dir ja vorhin schon, ja. Das, oder gestern irgendwann das Bild schon geschickt. Das ist mir nie aufgefallen. Vorher. Mit dem Bild? Mit dem Bild in ihrem Spind. Denn sie macht den Spind auf und man sieht ein Foto von ihr und Giles. Welches Teenie-Mädchen hat denn bitte von sich und einem quasi Lehrer in ihrem Spind ein Foto. Ach, na, vielleicht war es ein schöner Wenn andere das sehen, na, ganz denken ehrlich, die sich doch die nichts dabei. Aber die sehen sich doch auch zu 90% die ganze Zeit in der Schule. Das macht's ja noch merkwürdiger. Pass auf. Aber ist nicht das Ausschlaggebende? Na, wobei, wenn dann so ein Bild im Spind hängt. Du bist jetzt so ein Schüler an dieser Highschool, ne? 15, 16. Und du merkst sowieso, hey, sag mal, die Willow, die hängt auch ganz schön oft und ganz schön viel mit diesem Mr. Giles rum. Was ist denn da los? Und dann gehst du eines Tages an ihr vorbei, während sie ihren Spind offen hat und siehst nur das Bild von sich, keine Ahnung, von irgendeinem Forschungswettbewerb, wo sie da den ersten Preis bekommen hat. Ich guck jetzt von, noch mal von sich und Giles das Bild. Nee, das ist ganz normal. Da läuft nichts. Das nehmen wir jetzt einfach so hin. Auf jeden Fall guckst du dir jetzt nochmal das Bild an, ja? Sie stehen. Das ist halt so ein, das ist so niedlich, so ein Schnappschuss, so, hey, guck mal, Knips, so sieht's aus. Ja. Aber, naja, lass sie doch. Ja. Also. Das sieht nach einer gesunden Beziehung aus. Aber was für ein schöner Schnappschuss, den du da gefunden hast. Ich hab's nämlich auch nicht bemerkt. Ja. In der Geschichte ist Willow sozusagen auf Wolke 7. Und berichtet Buffy davon, das haben wir schon erzählt, sie hat die ganze Nacht oder schon eine ganze Woche lang mit Malcolm gechattet, denn Malcolm, okay. So nennt sich der Chat-Typ, mit dem sie schreibt. Und wir vermuten es ja schon und es wird uns später auch bestätigt, dass es eben dieser Dämon ist. Ich habe eine Anmerkung am Rande zu dieser Szene, außer das, nicht nur das Bild ist, also mir ist es ja nicht aufgefallen, aber mir ist noch etwas anderes aufgefallen, was auch relativ häufig schon passiert ist. Ich finde es super lustig, wie unterschiedlich viel die Mädels anhaben. Weil in der Szene hat Willow, die ist ja, läuft ja meistens mit so relativ bunten Sachen rum, so ein bisschen zusammengewürfelt. Ja. Und dann in der Szene hat sie so ein Kleid an, Strumpfhose, glaube ich, drunter. Also irgendwas, was ihren kompletten Körper bedeckt. Und noch eine Jacke und so. Ja. Und Buffy daneben. Wenn sie daneben, schon mit dem Lehrer treibt, dann wird sie auch züchtig, ne? Buffy daneben, ein Top und einen kurzen Rock. Also entweder ist es warm und Willow schwitzt, oder es ist kalt und Buffy hat halt durch ihre Superkräfte irgendwie ein anderes Temperaturempfinden als andere Menschen. Kalifornien. Manche Leute sind halt die Hitze gewöhnt und deswegen ziehen sie sich eine wärmere Klamotten an. Ist mir in der Szene so auffällig gewesen, dass ich meine, man kennt ja die Gründe dahinter wahrscheinlich, aber
Es war schon auffällig. So, zurück zur Handlung, zum wichtigen Teil. Genau. Buffy und Willow kommen dann auch in diesen Informatikraum, wo einfach nur 90er-Computer rumstehen. Fette Bildschirme, flache Rechner, auf denen die fetten Bildschirme stehen. Webcams, die so groß sind wie, keine Ahnung, Melonen. Naja, Zitronen. Ja. Und da kommt dann die coole Lehrerin Jenny Callender, total verkatert mit einer Sonnenbrille, zu spät zum Unterricht. Ja. Ja. Also man hätte ja auch noch einen coolen Song unterlegen können. Das ist eine echt vertrauenswürdige Lehrerin. Man merkt dann aber auch schnell, dass dieser Malcolm auch mit anderen Schülern im Gespräch ist und chattet. Mhm. Nämlich Fritz und Dave. Und Fritz sie auch so langsam in seinen Bann zieht. Wahrscheinlich baut er sich wieder so einen kleinen Jungsharem auf. Meinst du, Fritz ist so ein typischer amerikanischer Name in den 90ern? Ja, weiß ich nicht. Fritz. Weiß ich nicht. Fritz. Dave ist okay, aber Fritz? Vielleicht ist Fritz der Erfinder der Fritzbox. Wir haben dann noch so eine richtig, also wir haben öfter mal so geile, die habe ich mir alle notiert, so öfter mal so Einspieler, was denn Malcolm dann so macht oder ne, was er so für Einflüsse hat. Ach so, ja. Auf andere Techniken. Und wir haben diese eine Szene auf der Treppe, da sitzt so ein Typ mit seinem Laptop. Mhm. Oh, ein richtig fettes Teil. Das ist dicker als mein Mischpult hier. Aber der war schon der coolste damals damit, ne? Also. Definitiv. Und er sagt, also redet natürlich mit sich selbst. Mhm. Da ist niemand bei ihm. Und er sagt, sein Text wurde verändert. Er hat nicht den Text geschrieben mit dem Titel Nazi-Deutschland war eine wohlgeordnete Gesellschaft. Ah, schön. Und wir sehen, als Xander davon erfährt, was Willow mit dem Malcolm jede Nacht treibt, tut er das, was er am liebsten tut. Er ist eifersüchtig. Ja, ich habe es mir wieder aufgeschrieben. Ich habe es mir wieder aufgeschrieben. Und diesmal zieht er aber Buffy in seine Gespräche mit rein, denn auf einmal hat Willow keine Zeit mehr für ihn. Ich nur geschrieben, Xander ist jetzt eifersüchtig auf Willow, _ okay. Drunter, Buffys Zitat, check on the jealous man. Und also, Xander. Und unsere geliebte Willow, ja, unser Musterschülerchen, entwickelt sich echt zu einer schlechten Schülerin. Mhm. Denn sie verschläft bis zur fünften Stunde. Was ist das? Um 12? Also ich habe auch überlegt, wann bei uns damals die fünfte Stunde angefangen hat. Ich glaube, es war Mittagszeit. 23:45 oder sowas. 23:45 für andere Teile Deutschlands. Mittagszeit, ja. Und hat sie zu lang gechattet? Was nicht zu ihr passte. Aber sie hat die ganze Nacht mit Malcolm wieder weiter gechattet. Ach, ist das so romantisch. Buffy drückt weiter ihr Bedenken aus und es kommt zum allerersten Streit zwischen den beiden. War das schon ein richtiger Streit? Kein richtiger Streit, aber sie hatten schon einen kleinen Disput. Ja, das schon. Ja, also Willow ist nicht damit einverstanden, wie Buffy über Malcolm redet. Aber ich finde es auch gut, dass Buffy einfach sagt so, nö, finde ich nicht gut. Also ja, ihr Spinnensinn tingelt. Tickelt? Kommt ja, tickelt. Sagt sie das hier in dieser Folge mit dem Spinnensinn? Ja, ne? Oder in der nächsten. Also in einer von beiden. Nee, in dieser, sagt sie es. Genau. Mein Spinnensinn verrät mir was anderes. Hehe. Und kommt noch. Buffy versucht etwas über Malcolm rauszufinden und befragt auch Dave, wie man hier Mail-Adressen rausbekommen kann und wie man rausfinden kann, wo der Rechner steht, über IP-Adressen, richtig tiefes Tech. Das ist so Gebubble. Schön. Also wie besonders das war, E-Mails zu versenden. Elektronische Post. Ja, das stimmt. Sie nennt es auch noch elektronischer Brief oder so. Ja, ja, irgendwie ein anderer Begriff außer, oder sie verwendet so merkwürdig im Satz das Wort, also E-Mail. Und dann ist noch recht witzig, dass sie kurz denkt, Dave wäre es, also wäre Malcolm und würde mit Willow schreiben und Buffy ist kurz erleichtert, aber Dave negiert das dann und droht ihr sogar, sich da rauszuhalten. So, und zu Dave habe ich ein Fun Fact. Haha. Haha. Hast du ihn scheinbar nicht rausgefunden. Dave hat in Supernatural Ash gespielt. Und Ash war wer? Der Bruder von Joe und der Sohn von Ellen. Der Langhaarige mit dem, der Fukuhila-Typ. Ah, den habe ich geliebt. Ich habe die ganze Familie geliebt. Das waren die besten Supernatural-Zeiten. Oh. Ja, das stimmt. Das waren noch die guten. Da war ich kurz traurig. Vierte Staffel? Vierte und fünfte, glaube ich. Mm.
Ich habe gedacht, das Gesicht kenne ich doch irgendwoher. Hab nachgeguckt. Ist das. Stimmt, Ash. Spielt so einen harten Rocker-Typen, ne? Naja, so mehr mit oder weniger. So mehr oder weniger. Das war mein Fun-Fact, den ich rausgefunden habe, den du nicht wusstest. Ich glaube, ich hab's übergangen einfach in meinen Recherchen. Aber schön, dass du ihn eingefügt hast. Aber ich habe das Gesicht ja erkannt. Ich habe ja nicht nachgelesen. Ah ja, stimmt. Also, das ist der Unterschied hier. Wir haben also Willow, Dave und Fritz, die sich eigenartig verhalten. Es ist also Zeit, Giles zu belästigen. Ja, wir müssen in die Bibliothek und müssen Dinge rausfinden. Ja, aber auch Giles ist überfordert, weil Computer machen ihm Angst. Ich finde es schön, dass er halt wirklich Angst hat teilweise, ja. Dass er so richtig panisch wird. Was soll mit dem PC passieren? Also, wird er explodieren? Wird er dich angreifen? Möglich. Wir werden lernen, da gibt's, es ist möglich. Gibt's später noch einen Satz von Xander, ja. Und er schlägt halt vor, okay, dann beobachte die Jungs halt. Und sie macht noch diesen Witz, ne? Was, soll ich mir einen Trenchcoat und eine Sonnenbrille aufsetzen? Ja, und dann geht sie in den Kinderladen, besorgt sich so eine Mini-Sonnenbrille. Mhm. Und so einen hässlichen Tigermantel. Also sie hat ganz schön viele Tiger- und Löwenmuster-Klamotten, oder? Aber war das mir nicht, jetzt erst so auf. Aber war das nicht voll Mode und so? Auf jeden Fall sah es voll scheiße aus. Das sieht auch heute nicht gut aus. Na eben. Also. Damals Kacke, heute noch mehr Kacke. Aber, also, naja. Ja. Auf jeden Fall sah es total schon lächerlich aus. Und auch bei vollem Sonnenschein steht sie da mit dem Trenchcoat. Und steht einfach hinter dem Auto, während Dave dann wegfährt. Ja, in der nächsten Szene ist sie ihm wahrscheinlich hinterher gesprintet. Vor allem. Sie kann ja relativ schnell rennen. Ja. Und ist dann bei dieser Tech-Fabrik. Aber vor allem so ein Leo-Trenchcoat ist ja jetzt auch nicht das Unauffälligste der Welt. Übel unauffällig. Also. Bei helllichten Tagen. Hauptsache die Sonnenbrille, da erkennt dich keiner. Oh, die Sonnenbrille. Als ich die jetzt nochmal gesehen habe, habe ich mir gedacht, nee. Kam die nicht auch am Ende von der Folge nochmal? Aus welcher Spielzeugkiste hat's denn die? Kann sein, weil ich glaube, am Ende, wo sie da zusammensitzen und nochmal kurz springen, ja, dann hat sie doch auch, oder? Ist doch die. Mhm. Auf jeden Fall folgt sie Dave zu dieser Tech-Fabrik und ja. Wird dabei gefilmt und von Fritz beobachtet und der kriegt dann halt den Auftrag von Malcolm: Töte sie. Gruselig. Gruselig. Dann gibt's nochmal. In der nächsten Szene gibt's nochmal, ich habe mir aufgeschrieben, Xander wird hart gedisst von Giles. Da musste ich gut lachen. Buffy ist nämlich zurück und berichtet, dass Dave bei dieser Tech-Firma war und irgendwie mit denen da arbeitet. Und Xander kann mal Wissen beitragen, weil sein Onkel nämlich, wir erfahren, dass er einen Onkel hat, wir erfahren mal ein bisschen was über Xanders Familienstand oder so. Und Xander weiß, was das für eine Firma ist. Das ist die drittgrößte Firma in der Gegend, bevor die Fabrik dann aber schließen musste. Und alle beide, also Giles und Buffy, gucken ihn ungläubig an. Und er so, darf ich nicht auch mal was wissen? Ja. Und Giles antwortet einfach ohne zu zögern. Er ist nur so ungewohnt. Wie gemein. Oh. Das war ungewohnt böse von Giles ja. auch. Voll böse. Wir haben noch eine Szene, wo Willow exzessiv weiter mit Malcolm schreibt und es laut vorliest. Genau, das habe ich auch während sie allein in dem Raum sitzt. Und der Computer antwortet. Der Computer antwortet, genau. Der liest das dann auch nochmal vor. Da muss irgendjemand da gesessen haben und gesagt haben, ja, wir können das nicht einfach so 2 Minuten stumm laufen lassen. Nee, lass es mal vorlesen. Nee, ich glaube, das liegt daran, dass Übersetzungen ja die deutschen Worte oder französischen oder was auch immer für Worte brauchen. Deswegen muss sie das vorlesen. Es ist ja auch im Englischen so. Ja, deswegen muss sie ja den Mund bewegen, damit sie das irgendwie dann ins Deutsche übersetzen können. Na, oder war da auch, weil dann da steht doch nicht. Aber steht doch auf dem Monitor, steht es doch auf Englisch. Ja. Und du musst es doch irgendwie rüberbringen, dass es mit dann. Mit Untertiteln. Ja, nee, damals hat man sich gedacht, das aber lesen wir vor. Aber ich glaube nicht, dass die während der Produktion daran denken, das wird bestimmt in andere Länder geschickt. Meinst du? Aber passiert doch häufig. Passiert doch häufig, dass deshalb so Sachen vorgelesen werden. Damals noch nicht. Meinst du? Würde ich behaupten. Okay. Das behaupte ich jetzt einfach mal so. Dann ignoriere, was ich gesagt habe. Nee. Die Zuhörer können sich, ZuhörerInnen, wer ist sich für, wer ist für welche Meinung? Stimmt doch mal ab. In den Kommentaren. Okay, und er fängt an, sie gegen Buffy aufzuwiegeln. Ja. Das fruchtet aber nicht gleich und sie beendet das Gespräch. Ja, weil er doch was verrät. Und wie beendet sie das Gespräch? Bye. Nein.
Sie schaltet den Bildschirm aus. Ja, ach so. Ja, aber sie verabschiedet sich immerhin von ihm. Sie ist also offensichtlich noch eingeloggt. Der Rechner ist noch an. Aber der Bildschirm ist aus, jetzt kann er mir gar nichts mehr. Ja, dann sieht die das halt nicht mehr. Dann ist, ja, halt, genau. Ist halt gut. Das ist so, weißt du, manchmal, so würden halt meine Großeltern oder so hätten früher, obwohl, die wissen auch mittlerweile, wie man Rechner hoch und runter fährt und wie man E-Mails schreibt und so. Aber, also, 90er-Technik, sage ich nur wieder. Ja, ne? Aber damals hat ja auch wahrscheinlich vielleicht höchstens jeder Zweite gewusst, wie das denn so richtig funktioniert. Oh, das behaupte ich jetzt einfach mal, dass das noch nicht so krass verbreitet war um die Zeit. Wobei, warte mal, wann kam es? 97? Warte, lass mich überlegen. Nee, da saß ich auch schon als kleines Kind am PC. Nee, meine Theorie hat es, ignoriert es. Ich weiß gar nicht, wann ich meinen ersten Rechner hatte. Also meinen eigenen ersten hatte ich mit 11. Zählt der VTech-Computer, den ich hatte, mit so einem winzigen Bildschirm, der nur halb so groß ist wie so ein iPhone-Bildschirm? Na nee, du brauchst schon so einen normalen Röhrenmonitor und einen Tower wenigstens, weil Laptop konnte sich ja keiner leisten. Da gab es so ein Spiel drauf, da musstest du so Luftballons zerplatzen lassen und irgendwie werden dann eine ungerade Zahl am Ende oder irgendwie, wenn noch einer war, hast du dann verloren, du konntest immer nur gerade platzen lassen, irgendwie so. Und was sich in mein Hirn eingebrannt hat, war dieser Sound von dem Computer, der immer gesagt hat, du bist dran. Creepy. Ich bin dran. Du bist dran. Und witzigerweise hat meine Schwester jetzt diesen VTech-Computer gekriegt. Geil. Also schon vor 10 Jahren. Und hat damit dann auch immer gespielt. Und dann sehe ich die an diesem Computer sitzen und komme nur rein. Du bist dran. Ich bin dran. Und sie wusste genau, was gemeint ist. Hast du versucht, dich aufzuwecken, weil du dachtest, das wäre ein Traum? Nee. Achso. Das verbindet uns jetzt, finde ich witzig. Wir haben, in der nächsten Szene haben wir ein weiteres Streitgespräch zwischen Callender und Giles. Callender. Zwischen Jenny und Rupert. Ja. Und ich finde, beide haben gute Argumente. Also sie für die Technik und er für die Bücher. Ja. Und in diesem Gespräch findet Jenny das leere Buch. Das war wahrscheinlich auch genau die Debatte damals, ne? Klang aktuell, so, ja. So. Nein, ich möchte keinen Computer, aber wir brauchen doch welche und überhaupt. Das war wahrscheinlich genau das, was alle gesagt haben damals. Auch so recht moderne Ansichten, ne? Also sie sagt halt, okay, damit kann ich mich vernetzen mit allen Menschen auf der Welt. Und er sagt, okay, aber dafür sitze ich ganz allein bei mir zu Hause und rede eigentlich nicht wirklich mit den Leuten. So, und wir sitzen und reden in ein Mikro, um dann mit Menschen indirekt zu kommunizieren, die überall sind. Fluch und Segen. Fluch und Segen. Aber wenigstens unterhalten wir uns von Angesicht zu Angesicht. Also ja, bitte nicht so auf den Tisch knallen. Immer noch zu laut. Das jedes Mal, ich höre das jedes Mal. Warte. Soll ich einen Teppich unterlegen? Warte mal, ich habe hier einen Schal. So. Professionalität bis zum geht nicht mehr. Ja, wir lassen die Leute halt dran teilhaben. wie wir uns verbessern und entwickeln, ja. Und wie gesagt, Jenny findet eben dieses leere Buch des Dämons und Giles fängt an, sich zu wundern. Mhm. Wir haben noch einen weiteren Nebenschauplatz, das schneidet immer hin und her. Die, wieder so eine Szene wie mit dem Computer am Anfang. Es läuft eine Schulschwester so neben unseren Charakteren vorbei und sie sagt halt, sie hat einem Schüler Penicillin gegeben, obwohl er dagegen allergisch ist. Aber es stand davon nichts in seiner digitalen Akte. Das sind so richtig unterschwellige Tipps, die man kriegt. Und wenn man nicht genau darauf achtet, dann ignoriert man das auch voll. Also beim ersten Gucken habe ich das überhaupt nicht gerafft, was da so nebenbei verraten wird eigentlich. Das ist richtig gut gemacht. Ja. Es kommt, glaube ich, noch eine und dann möchte ich gerne das raushauen, was ich, oder vielleicht sage ich es am Ende. Okay. Ich finde sie gerade in meinen Notizen nicht, vielleicht später. Und bei diesem Nebenschauplatz lockt eben Dave Buffy in die Umkleide, wo Fritz sie töten will, mit Wasser und Strom. Also der lässt da das Wasser in den Duschen laufen und lässt dann so ein Kabel einfach liegen. Typische. Das macht man so. Physik. Ja, funktioniert auf jeden Fall. Und sie kann aber noch wieder wegspringen, weil Dave ein schlechtes Gewissen kriegt und sie rettet. Und ja, sie aber warnt. Aber nicht hundertprozentig, so habe ich das zumindest interpretiert. Ja, das stimmt, sie kriegt trotzdem einen Schlag. Weil ihre Frisur. Denn später ist sie dann wieder in der Bibliothek und sie unterhalten sich drüber. Und Jade sagt dann nochmal, wenn sie nicht die Jägerin wäre, wäre sie wahrscheinlich gestorben. Mhm. Ihre Zähigkeit und ihre Schuhsohlen haben sie gerettet. Und ihre einzige Sorge ist ihre Frisur. Sitzen meine Haare?
Das ist für Giles auch so eine Offenbarung von wegen, oh Gott, kann man sich wirklich so sehr einen Kopf um die eigene Frisur machen? Er wendet es ja dann nochmal an in der Folge danach. Spoiler. Ja, ja. Dave wird danach von Fritz getötet. Wir haben wieder den Computer, der einfach laut spricht und auch seinen Sprachtonus ändert in wahrscheinlich Dave-Imitation und dann so einen Abschiedsbrief schreibt, sodass es dann aussehen lassen wie ein Selbstmord. Furchtbar makaber. Voll makaber. Die Folge ist eigentlich ziemlich düster, wenn man es ja, so betrachtet. Ja, ich finde auch die, auch Selbstmord wie sie es gemacht Identitätsklau haben. Identitätsklau wahrscheinlich, also ne, dieses Chatten-Thema. Es ist auch gruselig gemacht, also auch generell, wie der PC praktisch in Szene gesetzt wird, beziehungsweise der Dämon im PC, finde ich schon, ist schon gut gemacht. Also kommt schon an so eine kleine Horrorfolge ran, in gewisser Weise. Ich meine, ich bin da furchtbar empfindlich, ne, du ja gar nicht. Aber ich als jemand, der noch Gefühle hat, ich finde das gut gemacht. Ja, in der nächsten Szene klärt dann Giles auf. Er hat es rausgefunden, er hat recherchiert. Es ist Moloch, der Verführer. The Corruptor. Und er ist eben nicht mehr im Buch. Und die logische Schlussfolgerung ist dann halt, er muss im Computer sein. Ja, das Buch war ja leer. Also irgendwer hat doch ein leeres Buch gefunden. Jenny, habe ich vorhin gesagt. Ah, Entschuldigung. Zweimal sogar. Echt jetzt? Oh. Okay, machen wir weiter. Und sie wollen, sie überlegen, okay, dann muss Moloch ja eine Datei sein. Und die wollen wir jetzt löschen. Ja. Und dann setzt sich Buffy, das allererste Mal in dieser Serie sieht man sie an einem Computer sitzen, setzt sich vor den Computer, aber nicht ohne, dass Xander sie warnt, geh nicht zu nah. Naja. Weil, wie gesagt, vielleicht explodiert der Computer. Das Computermonster könnte angreifen. Naja. Und weißt du doch nicht, wie. Und sie tippt Willow in die Tastatur und tada, der Ordner ist auf dem Desktop. Das ist so hohl. Und da gibt's sogar nur drei Items. Das der Ordner, ist so hohl. Die Festplatte und der Papierkorb. Und sie tippt vorher Willow ein. Und sie sagt, wie heißt es denn? Wie heißt die Datei denn vielleicht? Tippt Willow ein und dann kommt da so ein Ordner plötzlich. Und oh Gott. Ja, richtig gute Darstellung von Technik. Oh nee. Aber sie haben ihn gefunden. Ja, also. Sie versuchen den Ordner einfach in den Papierkorb zu schieben. Funktioniert anscheinend nicht. Moloch verhindert es. Erscheint sogar richtig verpixelt und cool auf dem Bildschirm und droht ihn. Und danach besprechen sie nochmal, was er alles tun könnte. Ne? Besprechen sich, er könnte medizinische Geräte spinnen lassen. Er könnte die Weltwirtschaft durcheinander bringen. Er könnte Atomraketen starten. Und? Aber keine Sorge. Er ändert nur Hausaufgaben und Schülerakten. Was ich sehr witzig fand, war von Buffy der Kommentar, sie sind alle verbunden durch ein Modem. Alle, die mit einem Modem verbunden sind. Das fand ich so niedlich, weil damals mit Einwählen und allem drum und dran, sie sind verbunden durch ein Modem. Wir können jetzt nicht telefonieren, wir sind gerade mit dem Modem im Internet. Auch schöne Szene bei King of Queens, ne? Da sind wir so modern und dann macht die Technik solche hässlichen Geräusche. Ich möchte hier auf Age of Ultron eingehen. Oh. Avengers Age of Ultron. Das ist nämlich eine Sache, die hat mich bei dem Film auch die ganze Zeit total genervt. Was Ultron alles machen könnte. Könnte. Und was macht er? Er kontrolliert einfach nur die scheiß Roboter von Tony Stark. Mehr macht er nicht. Der könnte auch einfach, warum muss der denn diese hässliche Stadt anheben? Er könnte auch einfach Atomraketen starten. Er könnte auch einfach genau das alles, was sie aufzählen, die Weltwirtschaft zu Fall bringen. Also ich fand das richtig dumm. Das hat mich beim allerersten Gucken hat mich das tierisch aufgeregt. Ja gut, aber da gibt es ja dieses Zauberwort Handlung. Wenn das nicht so passiert wäre, dann hätte man ja gar nicht diesen Film so stattfinden lassen können. Dann wäre Spoiler. Oh Gott, kann ich das spoilern? Ist das schon alt genug? Sokovia. Naja, wer so stirbt und so, kann man das mittlerweile. Das kannst du jetzt ja. Naja, also. Bei Serien ein Jahr, bei Filmen glaube ich 10 Jahre. Das sind aber keine 10 Jahre. Nicht? Und Age of Ultron sind keine 10 Jahre? Naja. Iron Man 1 kam 2008. Das sind gerade mal 10 Jahre. Am 1. Mai. Naja, auf jeden Fall fand ich das richtig doof, dass der nicht seine Chancen ausnutzt. Der ist im kompletten Internet. Ja, aber ganz ehrlich, welcher Film oder welche Serie bildet das richtig ab? Weiß nicht, ich hab hier
Robert. Habe ich nicht gesehen. Nicht gesehen. Achso, gut. Ich hab's nicht gesehen. Gut. Robert. Mr. Robot meinst du? Oder iRobot? Auf jeden Fall haben wir die. Hallo. Entschuldigung. Mr. Robot, genau. Und iRobot ist der mit Will Smith. iRobot habe ich gesehen, Mr. Robot nicht. Ja, genau. Entschuldigung, ich wollte schon weiter, war schon gar nicht mehr bei dir in Gedanken. Sandra muss man auch nicht zuhören. Lass einfach Stefan quatschen. Oh, hallo. Oh Mann. Nee, ich gehe jetzt weiter, ist das erlaubt? Das ist in Ordnung. Entschuldigung. Wir haben die Masterformel. Die Masterformel. Willow ist in Gefahr. Und ja. Willow muss gefunden werden. Mhm. Und Buffy findet dann noch Daves erhängte Leiche, lässt die einfach hängen, ruft die Polizei nicht, geht einfach zu Giles, ja, da hängt eine Leiche im Informatikraum. Das wollte ich gerade auch sagen. Ich finde es so spannend, wie unaufgeregt alle mittlerweile sind. So, ach ja, da hat sie wieder einen Schüler erwischt. Ja, oder? Das trifft sie schon, ne? Naja, aber... Aber Tod gehört zum Alltag der Jägerin. Ja, aber die anderen sind ja auch nicht wirklich so, oh mein Gott. Die sind auch voll dran gewöhnt mittlerweile. So, Dave, der Nerd. Das weiß ich nicht, gehört dazu, bis wir den Dämon gefangen haben. Schwund ist immer. In der nächsten Szene sehen wir Willows Haus zum ersten Mal und zum ersten Mal auch ihr Zimmer. Das habe ich auch aufgeschrieben. Weiterer richtiger Umgang mit Technik. Sie kommt frisch nach Hause. Ja. In ihr Zimmer, hat noch nichts gemacht. Ja. Sie haben Post. Ja, die hat halt auch nur ihren Monitor ausgemacht zu Hause. Ja. Ja, stimmt. So beendet sie alle ihre Programme. Sie macht einfach den Bildschirm aus und dann bleibt der Rechner einfach einen ganzen Tag an. 24/7. Kein guter Umgang mit Strom. Willow. Ja. Ja. Und sie kriegt dann wieder Post von Malcolm, wie wir jetzt wissen, Moloch. Moloch. Oder Moloch. Moloch im Englischen. Auf Englisch, ja. Und wird dann, kriegt dann vom Fritz die wichtige Frage gestellt: Entschuldigen Sie, riecht dieses Taschentuch nach Chloroform? Und wird von ihm entführt. Ja. Giles sucht währenddessen in der Bibliothek nach einer Möglichkeit, um Moloch wieder in das Buch zurückzukriegen. Mhm. Er sitzt vor dem Radio und lässt das Radio laufen. Und da kriegen wir nochmal mit: Okay, jetzt macht Moloch ein bisschen mehr. Ja. Er hat nämlich alle Serienmörderprofile runtergeladen. Ja. Wofür? Was macht er denn jetzt damit? Macht er jetzt sein eigenes Profiling-Büro auf, oder was? Naja, vielleicht hat er sich gedacht, jetzt gucke ich mir die Schlimmsten raus oder die am besten zu meinen Zielen passen. Ah, und die füge ich meinem Harem hinzu. Und die, ja. Okay. Und die hole ich mir dann raus aus dem Gefängnis oder wo auch immer sie, wahrscheinlich im Gefängnis sind. Ja. Die lasse ich raus, weil das und alles mit Modem verbunden ist. Richtig. In den 90ern. Die Schlösser Zellen. Auch, ja. Ja. Und dann hole ich die da raus. Das und dann rennen die für mich durch die Welt und die töten wen auch aber immer. Aber man muss sie ja vorher erst überzeugen. Vielleicht haben die auch alle Computer bei sich in der Zelle stehen. Mit einem Modem. Mit einem Modem verbunden. Naja. Ich möchte er macht immerhin mal was, ja? Ja, also gefährlich. Mhm. Er hat sich Textdateien rum. Die Stimme im Radio ist übrigens Joss Whedon. Ach, cool. Das wusste ich auch nicht. Siehst du, habe ich ihn mal gehört. Ja. So, Jenny kommt dazu und jetzt kommt wieder so eine Szene. Wir müssen Außenstehenden erzählen, dass es Dämonen gibt. Mm. Aber Giles hat ja gar keinen Bock darauf eigentlich, ne? Sie scheint da gar nicht überrascht. Er sagt einfach, im Internet ist ein Dämon. Und sie. Okay. Jo, weiß ich Bescheid. Stellt sich raus, dass sie dem Okkulten nicht abgeneigt ist. Ein sogenannter Techno-Heide oder Techno-Pagan. Was ist denn das bitte? Ein Techno-Heide. Aber, ach so, für die Technik. Ja. Weil ich war nämlich ganz am Anfang bei der Musikrichtung und dachte so, was zur Hölle hat Musik damit zu tun? Ach Gott. Naja, und sie bietet sich halt an, beim Bandspruch zu helfen und Buffy und Xander gehen währenddessen zurück zu dieser Tech-Firma, wohin Willow entführt wurde. Mhm. Und es stellt sich raus, dass Moloch wieder einen Körper haben will. Und ja. Die Tech-Boys haben ihm einen gebaut. Aber keinen unauffälligen. Nein, ich will meine Hörner, ich will meinen Riesenkörper, ich will meine hässliche Fratze wieder haben, ich will genauso aussehen wie früher, nur mit Mikrochips. Ich habe in meine Notizen geschrieben, der Dude hätte auch in Doctor Who gepasst. Oder? Ja.
vom Stil her, dieser Mix zwischen irgendwie Kreatur und technologisiertem, weiß ich nicht, sah voll aus wie so ein Wesen bei Doctor Who, was man hätte bekämpfen müssen. Ja, das stimmt. Und die Tech Boys haben ihm, wie gesagt, einen Körper gebaut und er macht seinen, wie ich es nenne, seinen Signature-Move. Denn das hat er schon am Anfang gemacht, ja. Ihr liebt mich alle und bricht erstmal jemanden Genick, weil er Spaß dran hat. Naja. Und hier macht er auch wieder den klassischen Genickbruch. Man muss ja erstmal Stärke zeigen und erstmal eine Ansage. Dominanz und so. Heute schon Genick gebrochen? Nee, kommt mal her, Jungs. So, und irgendwie der Bannspruch muss online, also online wird ein Bannkreis irgendwie erschaffen mit anderen Leuten, wo dann halt Jenny von ihrer Skype-Technik profitiert. Skype? Gab's da ihre, Skype schon? Nee, ruft halt alle ihre Skype-Freunde zusammen. Sie hat Skype erfunden vielleicht. Und was ich auch geil fand, Giles liest vor und sie tippt den Text ins Chatfenster ein. Und er liest nicht nur so ganz normal vor, als ob man jemandem was diktiert, sondern er rastet ja aus am Ende, ne? Er ist ja voll dabei. Na, es ist ja ein Bannspruch, er muss das ja auch dramatisch rüberbringen. Da gehen ja auch Energien. Damit sie das da auch Energien dramatisch tippt, ja? Ja, da muss auch dramatisch getippt werden, ganz wild. Man sieht mir hier, wie ich mit zwei Zeigefingern einfach in die Luft schlage. Schön. Naja, sie schaffen es also, diesen Bannspruch erfolgreich durchzuführen, aber Moloch wird nicht ins Buch gebannt, sondern aber nur vom Internet abgeschnitten. Ich fand es lustig, dass Buffy ja versucht, ihn kurz so wegzukicken und zum ersten Mal bemerkt so, oh. Der ist schwer. Au. Das war irgendwie Metall. Ja. Das tat etwas weh. Sie muss ihn erst überlisten. Und dann gibt's noch. Sie springt auch so geil in die Luft. Horizontal und prallt halt ab, das sieht so los. Das erinnert mich auch zurück zum Marvel-Universum. Ja. Kennst du den Move von Captain America? Der Move ich glaube von auch America. In Ultron. Jetzt lass mich ausreden. ich glaube, das ist auch in Ultron, korrigiert mich, wenn es falsch ist, wo sie auch kämpfen und alles am Ausrasten ist und er wirft sein Schild in so einen Feind rein und es steckt so in der Mitte und er springt dann so hoch. Auch in die Horizontale, liegt dann praktisch in der Luft, macht mit den Beinen so einen Kick und fällt dann wie so ein Stein nach unten. Ich liebe diese Szene, das sieht so bescheuert aus. Ich schlage auf den Tisch, man hört es hoffentlich in diesem Stream. Kennst du das? Wahrscheinlich fällt nicht. Fällt mir jetzt nicht ein, aber es ist super lustig. Gibt's bestimmt. GIFs gibt's. GIFs gibt's. Okay, zurück aus diesem Exkurs zum eigentlichen Thema. Es gibt noch diesen richtig coolen Einschub. Buffy kämpft gerade gegen Moloch und Willow kommt von hinten mit so einem Feuerlöscher. Kennst du mich noch? Ja. Deine Ex-Freundin! Ja! Willow hart am Ausrasten. Ja, sie ist ein bisschen sauer. Sie. Denn sie wurde belogen in einem Chat. Welche Überraschung. Das hätte sie nicht riechen können. Nee, Buffy kann ihn dann letztendlich mit Strom töten, mit einer Überladung, keine Ahnung, sie trickst ihn aus. Und am Ende gibt's noch, wie ich finde, also nicht kurz vorm Ende, gibt's nochmal einen schönen Dialog zwischen Giles und Jenny, wo er zu ihr nochmal kommt und ihr erklärt, warum er Bücher so liebt. Wegen des Geruchs. Da hat er sich aber auch echt einen Wolf erklärt, so halb, ne? Ja, aber ich finde das schöne Erklärung. Ich finde es recht romantisch. Aber sie war, ist in Ordnung. Ich mag ja Bücher auch sehr gerne. Ich habe mich damit identifizieren können. Denn nichts reizt das Gedächtnis so wie Gerüche. Und er sagt, weil Computer nicht riechen. Aber dann hat nicht an meinem Computer geschnüffelt damals. Okay. Naja, gut. Das kann man in viele Richtungen denken. Stopp. Ja, Entschuldigung. Stopp. Ja, bitte. Warum? Okay, das verstehe ich nicht, warum du das nicht ansprichst. Ja. Er gibt ihr doch was zurück und sagt, hier, für dein Ohr oder so. Habe ich das vergessen? Und sie sagt, das ist nicht für mein Ohr, es ist ein Piercing. Und dann grinst sie so vor sich hin, so. Die coole Lehrerin, weißt Jenny du, Callender, hat ein Intimpiercing oder was? Wahrscheinlich. Oder ein Bauchnabelpiercing. Und hat es verloren. Und er hat es ihr zurückgegeben. Ach so, das hat sie wohl irgendwie. So ein einzelner, so lang. Also war ich vielleicht in der Sekunde nicht aufgepasst. Das war auch ganz, ganz kurz nur am Ende. Bevor dann die letzte Szene kommt, ganz kurz vorher. Mein Piercing. Und dann grinst sie so und geht weg. Wie weit sind die wohl auseinander? Vielleicht 10 Jahre? Ja. Ungefähr, ne?
Wobei Giles ja auch viel älter rüberkommt, als er wahrscheinlich ist. Ja, und wirklich. Sie kommt jünger rüber, als sie ist. Weil sie die coole Lehrerin, aha, Jenny Callender ist. Die auch mal mit Hangover in die Schule kommt und sich denkt, ist dann wieder ordentlich scheiß drauf. Mit meinen Techno-Buddies. Bei meinen Techno-Pagans. Gestern beim Rave gewesen. Das ist auch eine Musikrichtung. Wir haben die letzte Szene, die ich urstwitzig finde. Willow ist niedergeschlagen, dass sie eben auf einen Dämon stand. Und dann resümieren aber alle drei, das ist eben unser Ding, ne? Sandra stand auf eine riesige Gottesanbeterin, Buffy liebt einen Vampir. Tja. Und dann haben sie diesen, Lacher, sie sind verdammt. Stille. Und dann so Pan out, ja. Und du siehst alle drei. Das war schön. Dann war Schluss, das war cool. Mhm. Das war echt witzig. Naja, um das nochmal ein bisschen aufzulockern am Ende, ne? War ja schon Drama, Drama, das Ganze. Drama, Drama. Mhm. So. German. Sind wir fertig, wa? Wie fandst du die Folge? Also, jetzt, wo ich drüber geredet habe, fand ich sie dann doch amüsanter, als ich vorher dachte. Also beim Stichpunkte machen war ich so ein bisschen, ja, jetzt habe ich noch 20 Minuten, dann ist rum. Ja. War also, Ich fand die Debatten schön zwischen Büchern und Technik, also zwischen dem Alten und dem Neuen. Also so auf so einer Metaebene fand ich's ganz nett. Die Handlung an sich war jetzt nicht Oscar-verdächtig. Und es gab so einzelne schöne Sätze, wie beispielsweise, dass Xander so krass gedisst wird. Ja. Das war schön. Aber naja, ich glaube nicht, dass sie im Ganzen herausstechen wird. Diese Folge. Ja. Das wär's. Wir haben wieder ein Monster of the Week. Ja. Wir haben. Ich weiß noch einen Fakt. Ja. Cordelia war nicht dabei. Ja, dazu wäre ich auch noch gekommen. Cordelia, Joyce und Angel sind nicht dabei. Ach Gott. Ach, der war auch nicht dabei. Mir ist nur Cordelia aufgefallen. Wir haben wieder, und da wirst du jetzt wieder grummeln, die erste Willow-zentrierte Folge. Ja, das habe ich mir beim Gucken gedacht, das wird Stefan dann sagen, wenn wir drüber reden. Ja, okay, kann ich, ja, jetzt habe ich ja das Prinzip so verinnerlicht und verstehe nun, was figurenzentriert bedeutet. Ja, nee, man hat mal Willows Zimmer gesehen. Ja, Jenny Callender tritt das erste Mal auf. Mhm. Und ich habe gelesen, dass sie ursprünglich Nikki heißen sollte, also nicht Jenny, sondern Nikki. Trotzdem Callender. Aber aufgrund der Verwechslung am Set mit Nicholas Brandon, der den Xander spielt, ach, der immer Nikki genannt wird am, ja, Set, okay, haben sie umgenannt, damit es nicht ständig zur Verwechslung kommt oder damit sie nicht ständig erklären müssen. Nein, nein, ich meine die mit Nikki. Wir haben wieder eine Folge ohne Vampire. Mhm. Und ich habe dann noch gelesen, das ist mir auch überhaupt nicht aufgefallen, noch nie. Ich bin überrascht, wie wenig mir in den 50 Mal gucken auffällt. Buffy trägt wohl 3 Shirts, also auch mehr, aber trägt wohl mal 3 Shirts in der Folge. Mhm. Und einmal ist eine Katze, also Cat, drauf. Einmal ist ein Hase, Rabbit. Und einmal ist ein Drache, also Dragon, drauf. Und das ergibt, die Anfangsbuchstaben ergeben CRD. Ja. Und so hieß diese Tech-Firma in der Folge. Ach. Ja, CRD, naja, gut, war die Firma und da wollten sie drauf anspielen. Ja, aber es sind so kleine. Das sind coole Fun-Facts, wenn man sie weiß. Ja. Aber jetzt selber drauf kommen würde ich jetzt. Ich hätte höchstens gesagt, das sind 3 Oberteile mit jeweils einem Tier drauf. Soweit hätte ich vielleicht gedacht, aber. Ja. Cool. Weiterer. Gibt's die Firma denn? Hast du das auch recherchiert? Die gibt's nicht, die war fake. Okay. Vielleicht gibt's ja jetzt. Jetzt können wir sie gründen. Gut. Weiterer Fakt ist, diese Stimme von Moloch oder Malcolm sollte ähnlich kalt und bedrohlich sein wie Hal 9000. Hal 9000. Sagt ihr nichts? Uh-uh. Das ist die künstliche Intelligenz der Computer aus Odyssee im Weltraum. Oh. Von Stanley Kubrick. Oh. Ups. Ein Klassiker der Sci-Fi. Den ich nicht gesehen habe. Den sie nicht gesehen hat. Okay, dann gehen wir einfach drüber hinweg. Aber ein toller, toller Fakt. Es gibt ein kleines Bild. Halt, stopp. Ist es denn getroffen worden, die Stimme? Ist es so ähnlich? Also klingt es denn auch so ähnlich? Oder? Ja, finde ich schon. Gut.
Müssen wir ja auch aufklären. Für Menschen, die das nicht... Sie sollte so klingen, klang aber nicht so. Pech gehabt, na, scheiße gebaut. Weiß man's. Ist ja schon viel schief gelaufen in der Film- und Serienindustrie. Echt mies gemacht, Leute. Wir sehen in einer Szene, in der, lass mich überlegen, ich glaube, Fritz war der etwas bulligere, ne? Ja, der Böse. Nicht der von Supernatural. Genau, der sich hat überzeugen lassen von... Ja, genau. Der ausgerastet und ist. Und der stalkt natürlich die Akte von Buffy und da sieht man ihren Geburtstag. Ah, cool. Und? In der digitalen Akte steht der 24.10.1980. Mhm. Später, irgendwann mal in der Serie, wird der Geburtstag nochmal aufgegriffen. Mhm. Da wird der 6.05.1979 genannt. Ja. Und Joss Whedon hat dann irgendwann mal gesagt, okay, wir einigen uns jetzt auf den 19.01.1981. Auch ernsthaft. Also der offizielle Geburtstag von Buffy ist der 19.01.1981. Vielleicht hat Moloch einfach mal aus Spaß ein paar Geburtsdaten geändert, ja, von den ganzen Mitschülern. Das weiß man's. Ja. Er war ja verbunden über ein Modem. So. Haben wir alles besprochen, wa? Haben wir nicht alles besprochen? Ich hab mir, aber dann fällt mir jetzt auf, ich hab mir aufgeschrieben, hast du Spekulationen für die letzten 4 Folgen? Aber du hast ja die schon gesehen mit mir, die nächste, ne? Die eine habe ich jetzt noch gesehen. Genau, und dann die weiß wir als ich nächstes nicht. Besprechen, nächste Woche. Also. Oh, jetzt muss ich hier spontan. Nee, die Frage stelle ich dir dann einfach nächste Woche, nach der Folge. Okay. Also. Dann hebe ich mir die auf. Also, naja. Eine Idee habe ich, aber. Ne, da kommen wir ausführlich dann, kommen ist wir dann nächste die jetzt Woche nicht, drauf. Die ist nicht ausgereift, sagen ja. wir es so. Da hast du jetzt eine ganze Woche Zeit zu überlegen. Ja. Okay, ich muss. Hast du noch was zu sagen? Nö. Ich muss am Ende. Ich habe jetzt die vorherigen Folgen dreimal vergessen, Grr Arc zu sagen. Ja. Deswegen möchte ich das jetzt gerne nachholen. Und ich weiß nicht, ob Sandra darauf Lust hat. Ich möchte gerne im Wechsel, müssen ja jetzt 4-mal das Wort sagen oder den Ausdruck. Also ich würde anfangen, du übernimmst, dann bin ich und dann du. Okay. Okay, also ich fange an. Grr Arc. Grr Arc. Grr Arc. Grr Arc. Damit haben wir alles nachgeholt. Ich wünsche noch eine schöne Woche. Und wir strecken die Arme aus. Ja, aber das Licht ist die ganze Zeit angeblieben. Es war wundervoll. Tschüss. Tschüss.